You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Was ist der VR für mich? Der VR ist ein Auto, was ich vor circa genau einem Jahr gekauft habe. Für 1300 Euro. Im August habe ich den gekauft. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. Der VR ist halt, also der Golf 3 ist für mich halt irgendwie ein Stück Geschichte von meinem Leben, weil ich einfach, mein erstes wirklich fahrbares Auto war ein Golf 3. Bis jetzt hatte ich nur Golf 3 und Golf 2. Also ein Golf 2, das war mein allererstes Auto, der ist aber nicht gefahren. Der hatte Motorschaden. Trotzdem gekauft. Ja, auf jeden Fall, nach meinem blauen Golf, der dann verschrottet worden ist, musste ich mir einen anderen Golf suchen, beziehungsweise habe ich günstig einen bekommen, den gelben, für 10 Euro bei mir in der Firma, also bei mir in der Arbeit, für 10 Euro ein Color Concept 1.8 GT. Resthüft über ein Jahr, war ein super geiles Auto, wirklich, war ein super geiles Auto und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, der hatte ein bisschen Motorprobleme, aber mein Gott, für 10 Euro es ist eigentlich geschenkt mit Lederausstattung, allem drum und dran, elektrisches Schiebedach und sonst was. Bitches, my bitches. When I'm out here on the road, it's just me and my bitches. Shit is all I know, it's just me and my bitches. Girl, trust me, this is how it's got. Als der Gelbe dann nicht mehr wollte, wo wir dann ein Video gemacht haben, wir brauchen TÜV-Projekt. Als ich dann beim TÜV war, kam dann so diese Aussage von wegen, ja, es wird leider nichts. Machen Henkel dran, schmeißen weg. Das habe ich dann auch getan. Ich habe ihn ausgeschlafen. Ein paar Teile habe ich noch behalten. Die sind noch im Keller. Und dann kam eben der VR. Und das war mein erster VR6 und 2,8 Liter mit dem Sound. Hauen halt für jemanden, der bis jetzt nur unter 100 PS gefahren ist. Wirklich, der andere hatte 90, der gelbe. Und mein erster 75. Die hauen, das haut einfach ziemlich rein. Und du bist einfach mit 2,8 Litern in einem Golf. Bist du halt jetzt wirklich nicht gerade der Langsamste. Und mal abgesehen von dem Motor, für mich ist das Auto halt irgendwie doch ein Stück Geschichte, was mit mir mitwächst. Klar, es ist ein Projekt. Ein Projekt wird eigentlich nie fertig. Es scheitert bei mir mehr am Geld als an der Zeit. Wie ihr wisst, bin ich immer noch Lehrling, beziehungsweise hab nicht das riesigste Einkommen und aus dem Grund ist der, dauert es mit dem Lack auch ewig beim VR und jetzt kommt noch Schweißen dazu. Es sind mehrere Sachen, die sich fehlen, dass er tatsächlich jetzt im Dezember 2017 TÜV kriegt. Es ist die Antriebswelle, die habe ich zwar zu Hause, das ist jetzt nicht so das Problem. Querlenkerlager ist durch, Radlager hinten rechts. Klar, der Lack ist, Schweißen vor allem. Das sind halt alles irgendwie Sachen, die halt schon reinhauen und Zeit, Geld kosten. Und klar, es ist mein VR und ich habe soweit viel mit dem durchgemacht. Ich hatte unglaublich viele tolle Momente und ich weiß, dass vielleicht die Hälfte, die dieses Video sehen, das gar nicht realisieren, das gar nicht verstehen werden, was ich hier sage. Jeder, der ein Auto hatte und was umgebaut hat und wirklich dieses Auto über längere Zeit gefahren hat, der hat zu dem Auto, auch wenn es doof klingt, vielleicht eine Beziehung aufgebaut. Wirklich etwas Psychisches aufgebaut, was dich jedes Mal freut, wenn du den Schlüssel rumdrehst und der Motor startet. Und deswegen ringe ich auch in letzter Zeit mit mir so. Ich meine, neue Karosse, alles umbauen, Plug and Play ist kein Problem. Und es wären unglaublich viele Videos, die einfach auf diesem Kanal folgen würden. Das Ding ist halt, es wäre nicht mein VR, wenn es nicht mein VR wäre. Und ich möchte, es hieß immer so schön, never touch a running system. Und der läuft. Trotz seinen 341.000 Kilometern läuft er. Er rennt. Und ich denke,
Ich glaube, ich bin ihm das schuldig. But you let it go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and closed you off and you understood. But look, yeah, that's just blood on the leaves. The champagne tastes worse when it wasn't for free. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. And what a blessing every second is. Missed calls and messages.